Hallöchen, meine lieben Pilzfussel, ich bin's, eure Pussel. Ja, wir hatten gestern, oder besser gesagt, ja, wir hatten gestern ein Video gemacht. Ich habe euch gezeigt, wie wir eine ACC filzen können. Ich möchte euch jetzt mit euch filzen und möchte euch mal noch mal zeigen, was wir bis jetzt haben. Also das ist ja der kleine Feuerengel. Dann haben wir gestern die Luft gemacht, aber aus der Luft, muss ich euch sagen, ist das Wasser geworden. Ja, es ist leider ein Wasser geworden. Anders ging mir das nicht zu machen. Bei der Luft müssen wir uns was einfallen lassen, wie wir das darstellen, mit welcher Farbe. Da bin ich mir echt, ich weiß nicht, habe noch keinen Plan. So, das ist jetzt, ich drehe es mal um. Das ist jetzt das Wasser. Das ist das Wasser. Ich drehe sie mal andersrum zu euch, dann könnt ihr die angucken. So. Und dann habe ich gestern noch mit euch die Erde angefangen. Und da haben wir ja gesagt, wir machen eine Blüte. Ich zeige euch das Video auch. Ihr werdet das ja sehen. Oder ihr habt es jetzt schon gesehen. Ich versuche das mal aneinander zu schalten. Und das ist die Erde. Ups. Das ist die Erde. Ich zeige es euch mal. So weit bin ich gekommen. Das habe ich gestern noch ohne euch gemacht. Ja. Und jetzt machen wir weiter, okay? Jetzt haben wir die Erde und die Luft brauchen wir noch. Ja. Hier kommen noch Steinchen drauf. Die muss auch noch ein bisschen befilzt werden. Ihr seht schon den Unterschied von den Köpfen. Hier, die ist so ganz edel und zart. So ein kleiner Feuerengel. Und sie ist das Wasser. Ja. Sie ist noch ziemlich, ja, sie ist ein bisschen dicker. Aber ihr seht, wenn ich hier rauf fasse, wie weich das ist. Das kann man noch ganz viel, viel dünner machen. Und viel, viel schlanker und so. Aber es muss hier auch mal ein bisschen einen stärkeren Engel geben, ne? Ja. Und das ist sie. Sie finde ich auch ganz super geworden bis jetzt. Ne? Ja, da habe ich mir gedacht, da machen wir hier so einen kleinen schönen orangen oder roten Stein rein. Hier, genau da, aufs Kleid, auf die Blüte. Das soll ja so eher so ein Blütenkleidchen sein, ne? Und hier hinten könnte man vielleicht so ein Sonnenuntergang, wäre das was für die Erde? Und hier unten so ein bisschen mit Braun und mit Grün arbeiten. Was meint ihr? Also ich denke mal, das wäre doch eine gute Sache, oder nicht? Ich will mal ein bisschen gucken, ob wir das irgendwie mit so ein bisschen Sonnenuntergang oder so hinkriegen. Das muss ja auch nur so ein ganzer, ganzer Hauch sein. Das soll ja nicht so ein Klopper werden. Ne? Das soll ja einfach nur. Na komm her. Das soll ja einfach nur so ein kleiner Hauch werden. Ich wollte euch mal was zeigen. Und zwar, Moment, ich brauche erstmal die anderen Nadeln. Ich brauche erstmal die anderen Nadeln. Ich zeige euch das gleich. Jetzt muss ich erstmal gucken. Moment, ich muss mal eben. Könnte auch so eine Art Sternschnuppe oder so machen.
Mal gucken. Und zwar, was ich euch zeigen möchte, ist, ich habe ja dieses Material hier. Ich zeige euch das mal. Das habe ich ja schon erklärt im ersten Video. Das sind ja verschiedene Lagen, die hier drauf sind. Die kann man auch einzeln abnehmen, wenn man will. Ja? Also man kann das, man kann so eine ATC ganz, ganz dünn hinkriegen. Also ihr seht, ich versuche mal hier die eine Lage abzunehmen. Also zwei Lagen, eine Lage kriegt man auch gut ab, aber da muss man ein bisschen mit Gefühl, damit man sich das nicht auseinanderreißt. Seht ihr das, wie dünn das ist? Das ist eine Lage. So, und ich habe jetzt praktisch diese ganze Lage drauf. Hier seht ihr das, ne? So. Und hier hinten habe ich die Pappe drauf. Okay. Wenn ich jetzt mit der Nadel hier reinsteche, dann ist ja klar, dass ich hier nicht durchkomme. Weil ja die Pappe dahinter ist. Richtig? Richtig. Aber ich kann aber das nicht richtig verfilzen, wenn ich nur so mache. So verfilzt das ja nicht. Wisst ihr? So. Und dann mache ich das so, dass ich praktisch, hier sind ja diese verschiedenen Lagen, dass ich mir das unter diese Lage schiebe, filze, versteht ihr? Einfach in diese Lagen da unter rein und immer seitwärts filze. Immer seitwärts, weil so geht ja nicht. Ne? Immer seitwärts filzen und mir den die Filzwolle dahin schiebe, wo ich es brauche. Achte aber darauf, dass ich hier nicht über den Rand drüber wegkomme. Und immer wieder schön gucken, dass die Karte auch eine Karte bleibt und nicht auf der einen Seite dünner ist wie auf der anderen. Und immer wieder filzen, filzen, filzen. Ihr seht? Und ihr könnt mir glauben, dass eins der schwierigsten Sachen für mich ist, beim Filzen, das ist die schwierigste Sache überhaupt. Ihr fangt an, habt vielleicht nicht so einen guten Tag und merkt, oh, das sieht ja scheiße aus. Dann verlieren viele Menschen die Geduld und hören auf, weil es scheiße aussieht. Ihr könnt mir eins glauben, ihr habt selber gesehen vorhin im anderen Video davor. Auch bei mir sieht es scheiße aus am Anfang. Es ist einfach so beim Filzen. Ja, es ist einfach so. Und da besteht die Kunst drin, dass man nicht aufgibt. Man gibt nicht auf. So, und immer weitermache. Und das ist nämlich das, was ich ganz schwer aushalten kann. Ich sehe dann diese Karte vor mir und die sieht voll doof aus erstmal. Und ich mache immer weiter, ich mache immer weiter, ich mache immer weiter. Ich gebe nicht auf. Irgendwann sieht sie schön aus. Versteht ihr, was ich meine? So, und so ist es mit vielen Dingen. Ich habe das früher gehabt beim Häkeln. Ich habe schon ganz, ganz jung, in jungen Jahren angefangen, Handarbeiten zu machen. Weil das war einfach bei uns in der Familie so, ne? Und meine Uroma, die hat genäht und gehäkelt und gestrickt. Und meine anderen Omas, die haben auch gestrickt und so weiter, geklöppelt haben die. Und ja, Vater hat mit Holz gearbeitet, geschnitzt und sowas alles. Und naja, und da ist es genau dasselbe. Man muss weitermachen einfach. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste dabei. Glaubt man nicht, dass ich früher Geduld hatte oder so. Ich glaube, ich bin der ungeduldigste Mensch auf Erden gewesen. Ehrlich. Könnt ihr euch das nicht vorstellen. Weihnachten zu warten, bis man dann endlich in die Stube darf und so, das war für mich, oh Gott, das war für mich das Grausamste. Wisst ihr? Ich wollte gar nicht so sein. Echt nicht. Ich wollte wirklich nicht so sein. Ich wollte ganz lieb sein. Hab mir das fest vorgenommen. Ich war so aufgeregt, dass ich gegen diese Aufregung einfach gar nichts machen konnte. Wisst ihr? Ja, und da ich das eben
bei mir weiß oder gelernt habe, konnte ich damit auch bei meinen Kindern dann anders umgehen, ne? Kinder sind halt, sind so, ja. Und da habe ich halt gelernt, nicht aufzugeben. Einfach nicht aufgeben. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und das Filzen zeigt mir das immer und immer wieder. Egal, was ich anfange zu filzen, am Anfang sieht es meist immer erstmal aus. Und dann sage ich mir, wenn du jetzt aufgibst, ja, das bringt auch nichts. Weitermachen. Und manchmal rede ich mir das auch schön, das wird schon, nicht aufgeben, das wird schon. Und es ist immer was geworden. Also zumindest für meine Augen. Ne? Jeder schaut ja anders. Und man kann ja auch viele Hobbys miteinander verbinden, wisst ihr? Zum Beispiel das Modellieren. Ja, das Modellieren ist genauso oder fühlt sich für mich fast genauso an, sage ich jetzt mal, wie das Modellieren jetzt mit der Nadel. Das ist ja nichts anderes. Ne? Mit Modelliermassen modelliere ich mit meinen Händen und tue das hinmachen, wie ich es möchte. Und hier modelliere ich mit der Nadel. Ne? Ja, es ist eigentlich, man kann viele Hobbys miteinander verbinden. Man kann von einem Hobby im anderen Hobby zehren, finde ich. Ne? Und das sind auch meine ersten Engel, die ich mache. Ich habe noch nie einen Engel gemacht. Ich habe immer nur Elfen gemacht und Feen. Und Fantasiewesen und sowas. Aber einen Engel habe ich noch nicht gemacht. Und die Bibo, die hatte mal gesagt, mach doch mal einen Engel. Ja, Bibo. Das kannst du gleich vier Engel bestaunen. Na, erstmal nur drei. Der vierte kommt noch. Ja, und für die Aufbewahrung habe ich mir auch schon was überlegt, ihr Lieben. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Die sind ja nun sehr, sehr erhaben, sage ich jetzt mal, diese ATCs. Und man kann sie wohl in ein Album machen, aber das musste man sich dann selber irgendwie bauen, ne? Mit ein bisschen Abstand praktisch, dass wenn man das zumacht, dass der Deckel nicht dieses hier berührt. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Und dann könnte man das wie so eine Staffelei machen, hier hinten drauf, dass man das so ausklappen kann, mit Pappe oder so, flachliegende Pappe, dass man das aufklappen kann wie eine Staffelei und dann kann man sich diese schön hinstellen. Könnte man sich die so schön aufstellen. Und wenn man es nicht mehr stehen haben will, klappt man das zusammen und tut es in Dings rein. Ich bin da noch am Überlegen. Wisst ihr, wie ich meine? Man könnte sich hinstellen oder eben auch in ein Album. Was man dann halt extra für solche erhabenen ATCs machen kann. Weil viele da draußen, das weiß ich ganz genau, würden bestimmt auch die ATCs gerne so richtig bestücken. Mit ganz vielen Teilchen und Ausstanzungen und Steinchen und. Und vielleicht auch auf 3D und oder keine Ahnung wie hoch. Wisst ihr, was ich meine? Könnte man echt so ein Album gebrauchen, wo man wirklich die schön aufbewahren kann und wo die nicht so eng drin sind, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich kann mich immer schlecht ausdrücken, aber das kennt ihr ja schon von mir.
Ja, das hat mir der liebe Gott leider nicht nur mitgegeben. Genau wie Mathematik, das ist für mich grausam, einfach nur grausam. Nee. Na, man kann nicht alles können, ne? So ist das. So, ihr Lieben, ihr seht, wir haben mal so eine kleine freche Blüte. Kann auch noch ein bisschen platter gemacht werden. Die ist noch ein bisschen puffig. Und da achte ich immer ein bisschen drauf, dass ich hier die Haare nicht mit ins Kleid kriege, ne? Kann ich mir die hier hochschieben ein bisschen und dann kann ich hier ein bisschen filzen. Und ihr wisst, wie gesagt, ihr versucht einfach den Filz in diese Schicht, in diese Schichten hier, in diese Schichten reinzustechen. Ja, und das ist so, wie soll ich sagen, das bleibt sogar an meinen Fingern hängen. Na, jetzt gerade nicht, wo ich es euch zeigen will, aber schade, das geht jetzt gerade nicht. Aber das bleibt richtig hängen und das klappt auf jeden Fall. Natürlich sind das hier meine Prototypchen. Ich muss mich auch erstmal ein bisschen, wie soll ich sagen, einstimmen, sage ich jetzt mal, auf die Dicke oder ja. Es geht ja noch viel dünner. Es geht ja noch ganz, ganz dünn. Ich weiß nicht, ob ihr mein großes Bild gesehen habt, wo ich meine beiden Mädels an so einem, an so einer, nicht Straße, an so einem Feldweg hingestellt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das große Bild kennt. Ja, da geht das ganz dünn. Da habe ich das einfach nur, da habe ich nur so ganz, ganz dünne Schichten hier. So ganz dünne Schichten habe ich dann praktisch gelegt und daraus ein Bild gemacht. Eine russische Künstlerin, die macht das so. Und da habe ich das erste Mal gesehen. Das nimmt man dann auch mit Filz. Malen, also Filz legen. Und da habe ich mehrere Bilder von gemacht. Und dann habe ich mich erinnert, Mensch, also eine ATC hat noch keiner gefilzt. Habe ich gestern noch mal geguckt, ich habe nichts gefunden. Und ja, bin ich natürlich stolz drauf. Und ihr seht, ich gehe hier immer und immer und immer wieder und immer wieder lang. So lange, bis es mir wirklich gefällt. Da kann ich auch mal hier so rumgehen und mal fühlen, wie sich das anfühlt. Ob hier irgendwo noch ein bisschen zu dick ist oder... Ne? Finde ich auch sehr, sehr schön, kleine Maus hier. So, jetzt widme ich mich nochmal hier diesem schönen Sonnenuntergang. Ja, er könnte ein bisschen kräftiger sein, so hier an der Ecke so. Was meint ihr? Ja, ne?
Und dann gehe ich auch wieder von der Seite rein, halt aber hier fest, damit ich nicht den ganzen Filz, also die Grundlage, mit nach unten schiebe. Wisst ihr, was ich meine? So. Und dann kann man das natürlich auch noch fixieren mit Haarspray, wenn man möchte. Ich mache es nicht. Ich fühle es so lange, bis es hält. Ja, das mache ich dann am liebsten auf dem Sofa. Schön gemütlich, in die Decke eingewickelt. Und dann sitze ich dann da und steche mir einen ab. Ja. Guckt dann Videos dabei. Ja. Ja, ich kann ja mal die Zeit nutzen, mich bei meinen lieben Abonnenten zu bedanken, ihr Lieben. Ich freue mich über eure Kommentare gestern, dass ihr die Idee toll findet. Naja, ob ich Gold in den Händen habe, ich weiß es nicht. Aber ich danke euch dafür. Ist ein sehr tolles Kompliment auf jeden Fall. Da freue ich mich drüber. Aber ich finde, es ist besser, wenn man Gold im Herzen hat. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich habe ja gestern schon gesagt, man kann sich sehr, sehr gut ausdrücken. Der eine, der macht das mit Farben. Der andere, der macht ein Album. Oder ein wunderschönes Buch. Oder modelliert eine wunderbare Sache. Ne? Also jeder hat die Chance, sich auszudrücken. Ja. Und ich finde, heutzutage, ihr Lieben, brauchen wir alle einen Engel. Oder was meint ihr dazu? Also ich finde ja, jeder braucht einen Engel. Und was ich auch am Filzen so cool finde, so cool, man schneidet ein Stück ab, wie zum Beispiel hier, diese Reste, ne? Die habe ich irgendwo abgeschnitten, ne? So, und die kommen dann alle in eine Tüte rein und irgendwann hole ich mir die Tüte raus, gucke mir die Sachen an und denke mir so, Mensch, guck mal, zwei kleine Krokusse. Eindeutig. Zwei kleine Krokusse. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, ob das jetzt so in der Kamera rüberkommt. Ich versuch mal. Ja, hier. Ein kleines Lämpchen. Wisst ihr, was ich meine? Und das finde ich einfach toll. Das sind einfach nur Reste, wo ganz viele verschiedene Farben zusammengekommen sind. Die zwirbel ich mir hier in den Händen. Und schon habe ich eine wunderschöne Knospe. So, und die könnte man dann an einen grünen Zweig ranmachen. Zum Beispiel, wisst ihr, was ich meine? Dieses hier, das wird natürlich nicht weggeschmissen. Oder hier. Das wird alles weiter benutzt. Das ist so klasse. Also beim Pilzen hat man überhaupt keinen Verlust irgendwie. Ja. Das finde ich einfach mega. So, die Sonne. Ich will das jetzt nicht, dass das wirklich aussieht wie eine Sonne, ne? Also, das möchte ich nicht. Aber ich möchte, dass es ein bisschen wenigstens
Ein bisschen. Ja. So, dann machen wir hier Erde. Erde. Ja, dann habe ich hier so ein bisschen Brownie mit anderem Braun und Schwarz. Ziehe ich mir erstmal hier so ein bisschen raus. Und dann gucken wir mal, was wir damit anfangen können. So, ich mache jetzt erstmal eine Kugel. Wir brauchen ja Erde. So, und das muss natürlich jetzt wieder richtig gestochen werden, gestochen werden. Ja? Aber nur, dass ihr es seht. Ich bin ja mal gespannt, ob das gleich klappt. Mit dem Video. Ich habe ja gestern schon ein bisschen was vorgearbeitet. Erde. Das könnte aber auch Holz sein. Ich brauche mal hier ein bisschen anderes Braun. Nee, das ist mir zu orange. Das ist gut. Das ist so ein bisschen musig. Ich lege mir jetzt nur hier diesen Filz hier so ein bisschen hin. Also ich lege mir praktisch das Farbfeld an, wie Benedikta das immer sagt. Das ist ja praktisch auch ein Farbfeld jetzt in Braun, Grün. Ne? Und das muss natürlich hier alles noch gefilzt werden. Wie gesagt. Diesen Flügel, den machen wir mal frei, damit er nicht so eingesperrt aussieht. Ja, ist viel besser. Ja. Das ist mir ein bisschen zu derbe. Und das wird jetzt alles ganz in Ruhe gefilzt, ihr Lieben. Das mache ich dann wieder alleine, ohne euch, ne? Und mal gucken, wie wir weitermachen. Ich wollte euch nur mal mitnehmen. Das ist schon ganz, ganz lang, das Video. Von gestern der Teil und das hier von heute, ihr Lieben. Ich hoffe, es macht euch ein bisschen Spaß zu sehen, wie ich das mache. Und wie gesagt, ich muss noch ein bisschen üben
und herausfinden, wie dick sein darf. Und ob das eine gute Idee war, das auf die Pappe zu kleben. Ob ich das vielleicht anders umrand. Das muss ich alles noch rausfinden. Ich habe das ja, wie gesagt, zum ersten Mal gemacht, so eine ATC gestern. Und mal gucken, was da noch kommt. Okay, ihr Lieben. So, ich werde jetzt schön gemütlich weiterarbeiten ohne euch. Und dann machen wir morgen die Luft. Ich lasse mir was einfallen. Okay? Ich zeige euch auch noch mal meinen bunten Vogel. Der gehört ja auch dazu. Und die hier, die wird dann gleich umnäht. Ne? Dann hat die auch ein bisschen mehr Halt. Und dann geht es morgen weiter. Okay? Bis dann, eure Felsbrüssel.